Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Tod treffen, ohne dass er Sie gleich mitnimmt. Und Sie könnten ihn alle Fragen stellen, die Sie hätten. Wir haben in unserem Buch versucht, 99 Fragen zu sammeln, die Menschen am Lebensende haben, sowohl als Betroffene als auch als Angehörige. Mein Name ist Rainer Siemerder. Ich leite das Ressort Bildung bei Hospiz Österreich. Das ist der Dachverband aller österreichischen Hospiz- und Palliativeinrichtungen. Mein Name ist Claudia Bausewein. Ich bin Direktorin der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin am Klinikum der Universität München. In der Begleitung von schwerkranken Menschen am Lebensende und ihren Angehörigen merken wir, dass immer wieder ähnliche Themen auftauchen, dass es Fragen gibt von Menschen, die wenig Erfahrung haben mit dem Sterben und mit dem Tod. Die Bandbreite der Fragen ist sehr groß. Wir haben hier einerseits unseren Erfahrungsschatz herangezogen, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, welche Fragen häufig gestellt werden. Eine typische Frage, die Betroffene sich oft stellen, ist zum Beispiel, wie lange bleibt mir noch? Darf Sexualität am Lebensende noch eine Rolle spielen? Was kann alles wehtun? Und auch die Frage, tut Sterben weh? Wie lange dauert Trauer und ist meine Trauer noch normal? Darf man einen toten Menschen berühren? Wie spreche ich mit Kindern das Thema Tod und Sterben an? Darf ich vor einem Sterbenden weinen und darf ich auch mit ihm lachen? Wie organisiert man ein Begräbnis? Wo finde ich Hospiz- und Palliativunterstützung und was ist es überhaupt? Und kostet Hospiz- und Palliativstation etwas? Gibt es außer Schmerzen noch andere Symptome? Zum Beispiel, was ist Atemnot und was tue ich dagegen? Was ist mit Durchfall? Was mache ich, wenn ich Schlafstörungen habe? Wie kann ich damit umgehen, wenn ich nicht weiß, welche Antwort ich einem Sterbenden geben kann? Eine meiner Lieblingsfragen ist die Frage, was kann alles wehtun? Weil es ist in der Regel nicht nur der Körper alleine, der wehtut, sondern es gibt gerade zum Lebensende seelischen Schmerz, existenzielle Fragen, die alle eine Form von Schmerz ausdrücken können. Und das beinhaltet diese Frage, die letztlich dann auch widerspiegelt, was in der Palliativversorgung wichtig ist. Die Frage, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Frage, was eine hilfreiche Haltung schwerkranken Menschen gegenüber ist. Und eine hilfreiche Haltung ist zu fragen, wie mutig sind auch diese Menschen, durch diesen Prozess letztendlich zu gehen. Und wenn wir diesen Mut und diese Kraft, die viele Menschen am Lebensende letztendlich auch haben, betonen und sozusagen den Helden sehen, der so seine letzte Reise geht, dann sind vielleicht auch manche Gespräche ganz anders zu führen, als wenn wir in erster Linie diesen sehr schwer kranken und leidenden Menschen fokussieren. Und letztlich ist die Arbeit, die wir tun, eine sehr bereichernde Arbeit, weil wir unheimlich viel für die Menschen und mit den Menschen tun können. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema Krankheit, mit dem Thema Sterben beschäftigen, so beschäftigen wir uns auch täglich mit den Fragen des Lebens und der Lebensqualität. Was ich für mich lerne, ist, dankbarer zu sein für das, was ich habe, nichts als selbstverständlich zu sehen. Manche Themen des Lebens betrachte ich mit vielleicht etwas mehr Humor, manche mit mehr Ernsthaftigkeit, manche mit mehr Tiefe. Und zu versuchen, mein Leben so zu leben, so zu gestalten, dass ich am Schluss dann hoffentlich auch so zurückschauen kann, dass ich sage, ja, es war gut so. Mhm.